Ein Thema, was ja viele Leute mit Cookies vor allem in Verbindung bringen, beziehungsweise vielleicht auch gerade nicht mit Cookies in Verbindung bringen, ist, dass man sich im Internet häufiger mal verfolgt fühlt, gerade auch sehr relevant, zum Beispiel beim Weihnachtsshopping. Ich kaufe ganz viele Geschenke und teile den Rechner mit meinem Partner und auf einmal geht mein Partner an den Rechner und sieht dann hier rechts und links überall die Sachen, die ich mir in mühsamer Kopfarbeit für ihn ausgedacht habe. Das ist ja alles auf Cookies und Retargeting, sogenanntes Retargeting, zurückzuführen. Brauche ich dafür die Einwilligung des Nutzers? Wir erinnern uns nochmal an die Grundsätze. Cookies, keine Einwilligung bei zwingend technisch notwendigen Cookies. Vielleicht eine Einwilligung, aber lieber schon bei Performance-Cookies und Funktions-Cookies. Und auf jeden Fall eine Einwilligung bei Analyse- und Werbe-Cookies. Und in deinem Beispielsfall jetzt gerade sind wir im letzteren Bereich Analyse- und Werbe-Cookies. Was passiert? Mein Surfverhalten wird aufgenommen, wird analysiert. Was mache ich gerne? Was möchte ich kaufen? Es wird sogar geteilt mit anderen an Webseitenanbietern und Anbietern von Tracking-Technologien, die dann Werbung ausliefern. Und dadurch erscheint mein Wunsch auch auf anderen Webseiten. Wenn man da überlegt, ohne Einwilligung würde man datenschutzrechtlich mit einer Interessenabwägung arbeiten. Mein Interesse hier als Nutzer ist, ich möchte das Internet surfen, ich möchte gerne auch gute Inhalte finden, aber ich habe Bedenken damit, dass ich verfolgt werde, dass meine Daten mit anderen geteilt werden, vielleicht meine Vorlieben. Und deswegen, das ist ein Bereich, da kann man mit der Interessenabwägung nicht mehr arbeiten, sondern da brauchen wir auf jeden Fall eine klare Einwilligung.